geht schon los, sagst du? Ja. Muss ich mich jetzt vorstellen oder was passiert jetzt? Na, das kannst du machen. Kannst auch erzählen, was du zum Frühstück gegessen hast, wie du Bock hast. Ich habe heute nichts zum Frühstück gegessen. Guck mich mal an, Alter. muss jemand auf Toilette? Ja. Also ich bin... Kann ich jetzt schon anfangen oder nicht? Ja. Ich bin Basti und ich hasse Erik, denn ich wurde hier komplett überfallen. Und soll erzählen, was ich mir heute hier gekauft habe. Drei Platten. Einmal griechischer Black Metal. Quades Cruenta, Caides Cruenta, Of Ritual Necrophobia and Mysterious Ghoul Cults. Soll klingen wie alte Rotting Christ Sachen. Ich habe auch schon drei Bier getrunken, das kann sein. Dann Jade. Kannte ich noch nicht, wurde mir empfohlen. Ist von dem Sänger von dem spanischen Graveyard, dankeschön. Mir ist der Name entfallen. Ich bin gespannt, es soll klingen wie Bölzer. Bölzer feiere ich, deswegen. Die. Und ein Schwede, den ich sehr feiere, ist es Wagner Ödegard. Ja, da habe ich noch keine Platte von, deswegen dachte ich, nehme die einfach mit. Und ich hoffe, das ist okay so. Ich möchte weiter Bier trinken. Was geht denn hier so zu Weimar? Was ist denn gerade der heiße Scheiß im Wintersport? Wintersport? Na, Biathlon hat dieses Wochenende angefangen. Was cool ist, Kontiolahti. Aber erschreckend gut startet die deutsche Mannschaft mit einigen Podestplätzen. Zwei zweite Plätze in den Staffeln. Wirklich gut. Und für mich gerade Frauenlanglauf Katharina Hennig. Multiple Thumbs up. That's it. Ansonsten Beaufort. Junge. Necrophobic. As I walk through the gateway. To join the dead. Gute Band. Aus dem Heimatland meines Sängers. Ja, deswegen immer wichtig, das da zu haben, wenn er zu Besuch kommt. Leak. 1 und 2. Auf dem Partysang gesehen dieses Jahr war ein Highlight neben Butcher. Analnatrag geht immer. Committee waren damals auch super auf dem Partisan. Deswegen heute mal zugeschlagen. Und sehr empfehlenswert, Partisanbier. Sehr lecker. Ja, ich mache hier die Special Effects, wir haben bei uns noch von Hand gemacht. Ausgezeichnet, keine Post-Production. Danke dir. Also ich habe mich jetzt für den Tonträger von Sambu Susaborg, Tortured Hole, entschieden. Ist gerade die überlegene Death Metal Band aus den USA. Nimmt sich nicht ganz so ernst, deswegen auch gut unterhaltsam. Und generell sind gerade alle Ami-Death Metal Bands, die mehr so ursprünglich aus einer Hardcore-Ecke kommen, die tightesten, weil sie wissen, wie Songs geschrieben werden müssen. Und ja, deswegen den Bock. Natürlich ging es heute erstmal darum, 10% zu kriegen. Und heute gab es Skeletal Remains, The Entombment of Chaos. Wurde mir vom Kumpel quasi empfohlen.
Und ich bin eigentlich nicht so der LP-Freund, weil mir das immer auf den Sack geht, aufzustehen, um es umzudrehen. Aber hier ist ein CD gleich mit dabei. Dementsprechend kann man machen. Midnight, Rebirth by Blasphemy. Spiel nächstes Jahr jetzt auch wieder auf dem Partisan. Coole Nummer bei dem Ding ist natürlich auch wieder, wenn du sie aufklappst, sieht sie aus wie ein umgedrehtes Kreuz. Ja, und einfach Klassiker. Machst du nicht verkehrt. Dann Full of Hell, Weeping Choir. Die haben jetzt vor knapp anderthalb Wochen bei uns in der Gerber im besetzten Haus gespielt. Und zwar fürchterlich krasser Abriss, weil die, weiß ich nicht, tierisch on point waren und dieser ganze Grind Industrial Noise Alarm mich einfach fisch abgeholt hat. Und das Album hatten sie natürlich nicht mit. Musste ich mir kaufen, weil Kurt Blue hat es gemischt. Und ja, was Kurt Blue anfasst, ist Abriss. Genau, dann jetzt ziemlich frisch, Cloak mit The Burning Dawn. Hab's jetzt quasi von meinem Bandkollegen empfohlen bekommen, beziehungsweise bei der letzten Probe im Proberaum haben wir es einfach gehört. Fand ich geil, so Tribulation-mäßig, angeschwärzt, angetrashed, wie auch immer. Und so ein bisschen zorniger als Tribulation. Fand ich gut, gleich geguckt und mitnehmen. Die neue von Graceless noch dazu, Chance from Purgatory. Ich habe nur mal kurz reingehört und fand es halt geil. Also von daher einfach machen und dann ziehst du mal zu Hause rein. Als letztes Lucifuge, Infernal Power. Die hatten dieses Jahr auch mal hier an der Gerber gespielt, war ich aber leider zu faul hinzugehen und hab die jetzt auch mal gehört, auch quasi als wir von dem Gig zurückgefahren sind, und es war einfach nur mega cool. Einzige Wermutstropfen tatsächlich bei der Scheibe ist, ich glaube das war der vorletzte Song, ist irgendwie ein Cover, ich glaube das ist Good As It Is. Der klingt halt einfach total scheiße und passt nicht in die Platte rein, aber ansonsten geht die einfach nur vorne. Black Thrash, bisschen Aura Noir. Ja, cool. Das war's eigentlich, was ich jetzt mir so gekauft habe. Und dann jetzt einfach nochmal Prost. Weil es gibt ja auch Glühwein. Danke, Micha. Danke. Gut, also fangen wir von vorne an. Das lustige 50. Ausgabeheft vom Death Forever. Weil das die lustigste 50. Ausgabe ist, habe ich gedacht, nehmen wir das mal. Stehen ein paar Schwenke aus deren Jugend drin wahrscheinlich. Wird gut sein. Nicht so spannend. Was haben wir hier? Die unglaublich genialen Autogrammkarten. Müssen mit, wenn ich schon mal hier bin und ihr da seid. Dann Crone. Parallelprojekt vom Secrets of the Moon, wie heißt der? Film. Film, genau, danke. Ja, ähnlich wie die neueren Secrets of the Moon, geniale Musik, sehr tief. Irgendwas zwischen Gothic und Metal, vielleicht noch so mit einem ganz kleinen Touch Black Metal. Nett, sehr gut anzuhören, macht Spaß. Necrophobic, Third Antichrist. Erste Album von Necrophobic, das ich jemals zu Ohren bekommen habe, vor allem mit The Third of Arrival, einer meiner absoluten Necrophobic-Lieblingssongs, hatte ich bisher noch nicht, musste ich unbedingt haben, deshalb die Platte davon. Genialer Schweden, Black Death Metal, wer die nicht kennt, der hat eh Pech und sollte die unbedingt kennenlernen.
Deine Chance. Meine Chance. Destroyer 666, die neue Never Surrender. Gutes Motto, kann man so stehen lassen. Das Vorgängeralbum Wildfire war ein absolutes Brett von denen. Ansonsten, wer auf Black Thrash steht, mit einer Prise Melodic, ist ja super aufgehoben. Ich habe es noch nicht gehört, ich bin sehr gespannt. Die zwei Songs, die sie bisher veröffentlicht haben, genial. Trial, schwedischer Heavy Metal. Inzwischen, glaube ich, 4 oder 5 Alben raus, alle sehr melodisch, sehr, sehr verspielt. Wer Oldschool Heavy Metal mag, sollte das auf jeden Fall antesten. Das neue Album ist ein absoluter Killer geworden und die haben zwischendurch ihren Sänger gewechselt. Der neue Sänger ist inzwischen tatsächlich noch geiler als der alte. Ich finde es genial. Wer melodischen Heavy Metal mag, mit einer Prise Oldschool und viel, viel Gitarrenarbeit, absolutes Meisterwerk, geniale Sache. Soulside Journey von Darkthrone. Okay, ich revidiere meine Darkthrone-Aussage von vorhin, weil ich ein bisschen blöd in der Schette war. Das ist die erste Platte von Darkthrone, nicht die erste, die ich gehört habe. Damals halt überhaupt noch kein Black Metal, sondern lupenreiner Oldschool Death Metal, mega geil. Also die haben eigentlich damals bewiesen, dass die besser spielen konnten, als die heute in der Lage sind zu zeigen. Aber als Darkthrone-Fan, finde ich, sollte man die haben. Als Oldschool Death Metal-Fan sollte man die Platte auf jeden Fall mal gehört haben. Ja, das habe ich dazu zu sagen. Und dass ich halt vorhin einfach mal kurz einen Furz quer sitzen hatte im Shadow. Amen. Und als letztes Winterland. Welcome to my last chapter. Wer schwedischen Black Death Metal mag, sollte an diesem Album überhaupt noch nie vorbeigehört haben. Absolute Empfehlung, ist das einzige Album von denen. Genial, ich hatte es bisher nicht, habe es rauf und runter gehört inzwischen schon, aber jetzt muss ich es als Platte haben, deswegen absolute Kaufempfehlung für alle, die Black Metal mögen, für alle, die Dissection mögen, für alle, die schwedischen Death Metal, melodischen Death Metal mögen. Hört rein, ist geil. Ungeschnitten, ich bin nicht mal richtig geschminkt. Ja, also Erik hat mich ja unter Schlägen, hat er mich gezwungen, jetzt hier im Internet mit dieser Faust, genau, zu erzählen, was ich eingekauft habe. Und erst einmal habe ich gekauft Occult. Eine sehr geile, ja, für mich ist immer Death Metal sehr geil. Ne? Ist das so? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Und dann haben wir zweimal Incubator. Einmal Symphonies of Spiritual Cannibalism und McGillroy the Housefly. Weil es ja eigentlich deutsche Klassiker sind, ne? Ja. Und Tobi hat mir empfohlen, Jade. Oder Jade, oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Mal gucken, ob er mir richtig was empfohlen hat. Wenn nicht, komme ich wieder. Ja, Graveyard, Hold Back the Dawn. Sehr geile Death Metal Band aus Spanien. Ripped to Shreds. Auch ein sehr geiles, na, das ist ein Projekt, glaube ich, ne? Von mehreren. Inzwischen ist es, glaube ich, also zumindest eine live-taugliche Band. Ja, aber es ist auch was Internationales. Ja? Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Also es ist, die kommen nicht alle nur aus einem Land. Ich müsste jetzt selber auch nachgucken. Auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Und wo wir natürlich bei Klassikern waren, ne?
Mal Pits of Utumno, Morgoth, musste ich mitnehmen. Mehr, ja. Und das waren bis jetzt meine Einkäufe. Vielleicht wird es ja dann noch mehr. Dann musst du wieder vor die Kamera. Ja, verdammt, ich noch eins. Das kannst du direkt nehmen und in die Tonne schmeißen, glaube ich. Das wird ungeschnitten, so alles gestreift. Ich hasse dich. Danke dir, Mann.